Die Westalpen sind für mich die spektakulärste Gegend in den Alpen. Die höchsten Gipfel, die tiefsten Schluchten, das türkisfarbenste Wasser, atemberaubende Straßen, Nervenkitzel pur und Kurven satt. Ein richtiges Motorradabenteuer. Also wenn du weiterhin noch mit Begeisterung Motorrad fahren willst, dann komm besser nicht hierher. Denn nach diesen Erlebnissen ist nichts mehr so, wie es mal war. Eigentlich können wir mit dem Hobby Motorradfahren einpacken. Das ist es jetzt gewesen, also was gibt's denn noch? Was sollen wir denn, was gibt's noch Besseres? Also es ist wirklich unbeschreiblich schön. Doch, wer hier noch nie mit seinem Motorrad gewesen ist, der hat definitiv was verpasst. In diesem Video zeige ich dir die schönsten Orte, Alter, die geilsten Strecken und die wildesten Geschichten, die unterwegs so anfangen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir stehen hier oben am Klausenpass und hier startet unsere Westalpentour. Und deswegen habe ich diesmal auch die komplette Kommode dabei. Topcase, Koffer, das komplette Programm. Denn wir haben ein bisschen was vor. Diesmal fahren wir so 5000 Kilometer insgesamt. Quer durch die Schweiz, durch Frankreich, die schönsten Spots nehmen wir alle mit. Und dich nehmen wir dabei natürlich auch mit. Wer sind wir eigentlich? Hermi, Wolli und ich. So, jetzt fahren wir den Klausenpass runter, die Westrampe und immer weiter Richtung Südwest. Sieht schon nett aus hier für den Anfang. Wir haben jetzt hier 12 Grad, es ist trocken, bisschen bewölkt, aber Hauptsache trocken. Moin Jungs, grüßt euch. Sind hier jetzt von 1900 Meter knapp, fahren wir wieder runter. Ah, ist auch so ein bisschen mystisch hier, ne? Sieht schon cool aus. So, hier ist der Teufelsstein. Ja. Und was der bedeutet, da kommen wir gleich zu. Boah, das sieht schon wild aus hier mit diesem ganzen Gewurschel von der Straße. Du hast gar keinen Plan, wie das hier funktioniert. Kreuz und quer. Kennst du die Sage von der Teufelsbrücke in der schillernden Schlucht? Im 13. Jahrhundert versuchten die Urner immer wieder eine Brücke über die Wilde Reuss zu bauen, doch vergeblich. Immer wieder sind Mensch und Tier eingestürzt. Schließlich rief jemand ganz verzweifelt: "Das soll der Teufel erbrick bue." Kaum ausgesprochen, stand er schon vor der Urner Bevölkerung. Er werde eine Brücke bauen, doch die erste Seele, die die neue Brücke überschreitet, soll ihm gehören. Die Urner ließen sich auf diesen Pakt ein, und der Teufel baute eine neue Brücke. Ein schlauer Bauer hatte dann die Idee und jagte einen Ziegenbock auf die andere Seite der Brücke. Rasend vor Wut ergriff der Teufel einen Felsblock und drohte damit, sein Werk zu zerstören. Daraufhin kam ein altes Weiblein des Weges und ritz ein Kreuz in den Stein. Als der Teufel dies sah, verfehlte er sein Ziel. Und das ist der Stein, den wir da eben gesehen haben. Nächster Halt, Furka-Pass, James-Bond-Straße. Man sieht das hier schon so ein bisschen sich hochschlängeln. Und jetzt schlängeln wir uns hier mal so ein bisschen hoch, gell? Wo ist denn hier die Stelle? Das muss doch hier irgendwo gewesen sein, oder? Da steht ja auch ein Schild. Boah, die ist eng. Wolli, aufpassen. Ja, hier oben, auf die Kehre da oder so, da guckt er doch, ne?
fährt sich schon gut. Ja, alles klar. Hier, James Bond Straße. Hier ist das Schild. Und da hinten ist der Joltfinger. So, jetzt haben wir hier zwei Porsche. Die sind vielleicht schnell, aber die kommen nicht an den Autos vorbei. Aber wir. So, von vorne ist alles frei. Boah. Das sind Ausblicke, du. Geil. So, das ist was für die Drohne hier. Lässt sich schon gut fahren hier, ne? Von links nach rechts. Ja, und da waren wir noch vor 3,5 Minuten. Oder wann war das? Cool. Oh, ist das schön. Endlich mal ein bisschen Moped fahren. Da wartest du so lange auf diese Tour. Kannst du, zählt schon die Tage seit 8 Monaten und dann ist es endlich soweit. Auch echt witzig zu fahren. Hier, guck dir mal diese engen Kehren an. Also dieser Col de Champex ist echt ein Geheimtipp. Also so richtig witzig zu fahren. So, Passhöhe vom Col de Champex. Mir egal, wenn ich das falsch ausspreche. Es wird so geschrieben und wird deutsch ausgesprochen. So, letzter Pass für heute. Großer St. Bernhard. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Oh. Vor 5 Minuten hatten wir es noch 30 Grad. Jetzt auf 2300 sind es nur noch 11. Bin leicht zapfig. Hier wird einem ja richtig warm ums Herz, also kein Problem. Man muss ja auch schon ein bisschen arbeiten auf dem Moped. Oh, hier ein Teich.
Ganz schön mystisch hier auf der Passhöhe. Mhm. So. Mal gucken hier. Das hört sich hier nach Drohnen an, oder? Ah, nee. Nee, ich sehe hier nichts. Ist alles zu. Ach so. Hier ist das Hospiz. Also ehemalig. Wo ist jetzt hier der große Bernhard? Bernhard, wo bist du? So, hier ist die Grenze nach Italien. Und rechts ist der große Bernhard von der Oste, der hier das Hospiz gegründet hat. Guck doch mal, wie schön das hier aussieht. Wow. Ist das ein Bild? Oh, das sieht richtig geil aus mit dem Licht jetzt. Oh, guck dir mal das Bild hier an. Oh. Ist das was? Das ist was. Ja, also großer St. Bernhard. Fahrerisch richtig geil, ne? So. Jetzt sind das hier noch 2 Kilometer bis zum Hotel. Also das muss da vorne irgendwo sein. Haben wir uns auch verdient heute. Nach ungefähr 500 Kilometern. Wir sind heute um, wann sind wir los? Um 8:30, 9:00. Ja. Reicht wohl, wa? Ach, hier ist irgendwo unser Hotel. Schon wieder abenteuerlich. Ja, mit dem Moped kommt man hier durch, alles gut. So, hier rechts. Was war dein persönliches Highlight? Wie ist er denn nicht? Der große St. Bernhard, das war bisher mein absolutes Highlight. In der Schweiz? Guter Asphalt, richtige Kurven, kaputte Angasen, zügig fahren, das war gut. Ja. So, was gibt es heute auf dem Teller? Trinks. 3x Spare Ribs, 3x Pommes. So, das ist unser Hotel hier im Austertal. Ist jetzt nicht das allerbeste, aber es war günstig bei Booking. Was willst du machen? Es gibt leider nur eine Steckdose im Zimmer, die wirklich funktioniert. Ist für mich natürlich jetzt scheiße. Aber gut, ich habe ein paar Powerbanks dabei. Müssen die halt mal ran. Und ja, wir haben jetzt gegessen. Es war wirklich ein langer, anstrengender, schöner Tag. Hat mich ein bisschen überrascht, teilweise so kleine Pässe wie der Col de Champex oder ja, der große St. Bernhard. Das waren meine Highlights heute. Hat wirklich Spaß gemacht zu fahren. Und die mit der GS war auch wirklich toll. Also was wie die Straßen glatt bügelt, ne? Du kriegst da nicht viel von mit. Und es fährt sich auch wirklich geil, obwohl ich
40 Kilo Gepäck dabei habe. Und ja. Jetzt trinken wir noch einen kleinen Absacker. Dann würde ich sagen, bis morgen. Ciao. So, das war's auch schon mit dem ersten Teil von unserer Westalpentour. Aber das war auch erst der Anfang zum Warmwerden. Die richtigen Highlights erwarten uns schließlich noch in Frankreich. Und so geht's weiter. Wir stoßen über den kleinen St. Bernhard nach Frankreich, fahren am Lac de Roselon vorbei, über die Lassettes von Montvignier, den Col du Galibier und so weiter. Falls du das nicht verpassen möchtest, dann lass mir ein Abo da und bis bald. Infos zur Routendatei findest du in der Videobeschreibung.